So, nach über einem Jahr Abstinenz zurück mit einem weiteren Let's Play Video. Diesmal nehme ich mir vor Dishonored, aus gegebenen Anlass, dass der zweite Teil gerade draußen ist. Ich den ersten nie beendet habe, habe ich mir gedacht. Machen wir es doch mal auf dem ersten Teil nochmal. Ich kenne ungefähr nur so die ersten anderthalb Stunden des Spiels und dachte mir, das ist ja eine schöne Gelegenheit, da mal reinzukrätschen. So. Als erstes würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz normal an. Bin ganz ehrlich, ich mache es auf leicht. Ich bin einfach nur an der Story interessiert, nicht an großartige Schwierigkeiten. Aber sicher doch, das haben wir soweit verstanden. Was mir sehr gut gefallen hat, was ich bisher gesehen hatte, das ist halt einfach die Welt. Die ist unglaublich schön dargestellt. Und hat dieses Steampunk-Technische mal etwas anders als das, was ich Corvo, so kenne. Gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit Sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, Sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind Sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ja, eine nicht ganz so tolle Ausgangssituation. Ganz ruhig, genau, aufpassen! Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Hab ich? Okay. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Verrückt? Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Also ich muss sagen, das sieht cool aus und ich bin erstaunt, wie schnell sie das mit Wasser gefüllt haben. Aber Corvo, sie wartet. Sie sollten zur Kaiserin gehen. Wo springt man? Es ist natürlich schon ein bisschen seltsam gelöst. Gute Reise gehabt, Sir. Aber sicher, Shepard. So. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ja, ja. Da ist er. Gute Reise, Sir. Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Das hat so ein bisschen was von Imperiumskram. Wichtiger Imperiumskram. Wir machen hier total die wichtigen Sachen, auch wenn ich einen und denselben Schlüssel immer nur umdrehe. Ah, der Palast. Hallo, Sir. Der Meisterspion ist bei ihr, aber sie will sie sofort sehen. Wir haben drei offizielle Leute gesehen und zwei Techniker. Und ich habe jetzt schon zwei Stimmen aus Mass Effect. Einmal Shepard und Jacob. Sie ist im Pavillon, Sir. Sie wird froh sein, dass Sie zurück sind. Wer bist du, Sane? Ihre Majestät wartet im Pavillon. Ah, Shepard wieder. Corvo, du bist zurück! Oh, Kind! Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion.
Ist auch irgendwie doof, ne? Wenn man keinen Namen hat und immer nur Meisterspion genannt wird, dass die Leute dann so überhaupt kein Vertrauen zu einem aufbauen. Na gut, komm. Gut, los geht's. Na los, mach schon. Folge mir, Corvo. Ich folge dir. Lauf mit mir. Ja, komm mit mir ins Abenteuerland. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. So, drücke Kreis, um den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Hinter Ecken hervorschauen. Wenn du gedrückte... Wir sind quasi ein fieser Eckenspicker. Oh. Hier? Mal hier nachsehen. Och, Mädel. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Oh. Nimm mich eines Tages mit auf eine Reise, bitte. Ah, machen wir. Gibt ja noch Teil 2. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Okay. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Und schon wieder haben wir eine Mass Effect-Stimme. Du bist Odina. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Was machen Sie? Ich brauche die Flasche, damit Campbell mich nicht ansieht. Aber eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wenn er sie wir immer müssen uns Glauben stärken. Ach, mein Gott, das ist eine Glaubenssache. Wechseln Sie nicht. Sie empfängt sie gleich. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Ja, natürlich. So. Putzmädel. Und... Die Menschen sind krank. Keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Finstere Gestalt. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Okay, jetzt folgen weiß ich, warum Sie so fieser Mann sagte. Wir sollten sie allein lassen. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Was ist denn gestern Nacht gewesen? Reden wir erstmal mit der Kaiserin. Ich habe so ein Faible für so Leibwächter, Kaiserinnen-Sachen und so, aber wer mich kennt, weiß das. Mutter wird sich freuen. Sie hat dich vermisst. Günstige Winde bringen sie zurück zu mir.
Welche Nachrichten bringen Sie? Den Brief geben. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sieh! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Oh, oh. Scheiße. Ah. Emily, komm her! Vorsicht! Noch einer! Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nein, nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Oh. Mama! Oh. Halt an, Corvo! Oh, oh. Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, sicher. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Genau, das habt ihr auch alle gesehen. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Entehrt. Na super. Wenn es etwas gibt, was schlimmer ist, als beim Spiel zu versagen, dann ist es in der Zwischensequenz, das Versagen aufdiktiert zu bekommen. Das hasse ich am meisten. 6 Monate sind vergangen, seit dich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coatridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Gefängnis von Coatridge. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Nö, kannst mitmachen. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen werden Sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Ja, nee, das Ganze ist klar. War wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Sprich, Corvo, sag was. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Oh.
Was? Das heißt, ich habe nicht mal ein Klo, ich habe so einen Rest von so einem Ablaufbecken? Spontan, Herpes. Brot. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich das mitgegessen hätte? Corvo. Wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Das ist aber nett. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Irgendjemanden gesehen, der krank aussieht? Nerv jemand anderen. So viele Leute zu der Hinrichtung morgen. Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echt? Ist frei. Viel Glück. Genau. In Gesellschaft ist er ein Bescheid. Er holt mich heraus. Der kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Lass mich raus. Nur noch 3 Tage. Dann köpfen die mich. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock. So, mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du R2 drückst oder du schleißt dich von hinten heran und hältst R1 gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Dass es nur weniger Ratten mit und Weinern zu tun bekommst, manche von denen wohlgesonnen sind, das Ende weniger düster. Betreten, es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. 1 Woche im Voraus. Müssen wir den Erstbesten direkt umbringen? Bringst mich immer zum Lachen. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. War doch nichts. Oh, da fühlt sich jemand nicht so recht. Nein, da fühlt sich nicht recht. Umzingelt ihn! Ach toll, das war jetzt nicht gerade... Ach toll, da oben sind auch welche. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. 1 Woche im Voraus. Ah, und die Schnellauswahl. Ah, Pistole, normale Kugeln. Also grundsätzlich, ich bin
bei solchen Spielen nicht gut. Schleichspiele sind eh nicht so meins und aus der Ego-Perspektive. Ja. Ist mal nochmal weniger meins. Eigentlich das Wolfsfleisch. Sowas muss ich mir von dir nicht anhören. So, mit Bruschettaalen in das Peak. Wolfsfleisch. Hexenfleisch. Ich will irgendwie gar nicht wissen, was Hexenfleisch ist. Lass uns den kleinen Dreckskerl finden. Augen auf und ruft einander zu, wenn ihr ihn seht. Ich werde dein Versteck finden. Helft mir, ihn zu finden. Jetzt habe ich dich. Das war's. Okay, töten geht schnell. Ich hoffe, das tut was gegen Rattenpopulation. Ich muss ja auch generell sagen, den Style finde ich ziemlich gut, aber es setzt einem irgendwie schon unter Druck, dass man ein schlechteres Ende bekommt oder ein schwierigeres Ende oder was da gerade stand, weil man viele Leute umbringt. Ich bin auch schließlich jemand, der Leute umbringt. So, gucken wir mal, dass wir hier noch rauskommen. Ich fange erstmal leicht mit einem Video an und die weiteren Videos, die werde ich dann im Laufe der Zeit aufnehmen. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Im ersten Video mache ich nur eine halbe Stunde. Das nächste, danach werden die Videos dann eine Stunde lang sein. Verhörung. Da geht's auf den Yacht. Yacht. Yachtmaster. Münzen. So, durch Schlüsselloch gucken. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine so, hier haben wir also gesessen, festgekettet, festgeschnallt und... Oh Mann. Ja, also ich würde sagen, meistens haben wir Schwinger von rechts abbekommen, nach links. Das erklärt so die Blutspritzer hier. So. Das wunderschöne Bild. So, Anweisung zum wachhabenden Offizier. Anweisung des wachhabenden Offiziers zu Carvos Verhör. Carvo Atano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hergebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lordregent und Oberaufseher Campbell. Der Lordregent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie das der Lordregent wünscht, ist Ihr Kopf der Nächste, der rollt. Hm.
ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Wenn ich das unterschreiben würde, ihr Sackgesichter. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, aber... Ah, das geht gar nicht. Oh, cool. Ich hoffe, das war seine Lieblingsteetasse. Habe ich ihm wenigstens die Tea Time versaut. Sagen. Sie dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Hm, war er nicht gerade hier? Okay. Nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Hä? So. Zu den Waffen! Umzingelt ihn! Oh, Gegenangriff. Du hast deinen Gegner gerade durch einen perfekten Block aus dem Gleichgewicht gebracht. Drücke R2, um seinen Tötungsangriff aufzuführen. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. So. Dann flitzen wir nochmal schnell rauf. Hier rein und ich glaube, dann ist das Video schon zu Ende. So, das sieht auch gut aus. Oh, da haben wir auch schon Leute sitzen. So, ich würde sagen, hier machen wir Feierabend. Ich gucke mal kurz, ob man manuell speichern muss. Jo, neuer Spielstand erstellen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.